Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, liebe Leute, eine neue Nacht, ein neues Talkradio. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Und heute Nacht offene Sendung. Das heißt, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema. Ohne Wenn und Aber. 0130 2911. 0130 2911. Und ich möchte einen Themenvorschlag machen. Wir könnten uns, wenn ihr Lust habt, unter anderem heute Nacht unterhalten über Vegetarier. Wer von euch ist Vegetarier und warum? Wer von euch ist vielleicht sogar Veganer? Das sind ja diese Hardcore-Leute, die auch keine Schuhe anziehen, weil Schuhe aus Tierleder gemacht werden oder die keinen Honig essen. Also pro, contra, Vegetarier. Ist Fleisch ein Stück Lebenskraft? Ja oder nein? 0130 2911, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden. 0130 2911. Und wir starten in der Nacht heute mit der Pia, und die ist 20. Hallo. Hallo Jürgen. Pia, dein Thema. Mein Thema ist die Selbstbefriedigung. Die Selbstbefriedigung? Ich hatte das letzte Woche und da bin ich einfach nicht durchgekommen. Ja. Letzten Donnerstag. Ja, genau, Donnerstag war es. Pia spricht über die Selbstbefriedigung. Wie machst du es? Manchmal mit der Hand. Ja. Hauptsächlich mit dem Bidet oder einem Duschkopf. Mit dem Duschkopf? Mhm. In Aktion, der Duschkopf? Ja, schon. Ja. Ja, schon. Das heißt, das findet hauptsächlich im Bad statt? Ja. Ja? Nie zu Hause im Bett? Doch, auch. Das auch? Aber ja, wenn ich halt abends so, wenn mich da die Lust überkommt, ja, dann schon mit der Hand. Wie ist das bei dir mit den Fantasien? Was geht bei dir im Kopf ab? Da hatten wir letzte Woche ja große, ja, Unterschiede festgestellt, ja, zwischen Männern und Frauen. Also man hat mir gesagt, ich hätte eher die männlichen Fantasien. Das heißt, du stellst dir direkt Schwänze vor? Nein, nein, Schwänze nicht, Situationen. Situationen? Situationen oder... bei mir ist der visuelle Reiz sehr stark ausgebildet. Also Bilder machen mich an. Ja, aber schon dann Bilder oder Vorstellungen von, ja, von Geschlechtsteilen? Oder nein, von nein, eigentlich vom Akt als solches. Nicht von, wenn ich mir jetzt einen irrigierten Penis vorstelle, finde ich den nicht so prickelnd. Aha. Also das ist dann doch wieder eher typisch weiblich, was du erzählst. Doch jetzt, ja. Ja, finde ich schon, ja. Weil die Männer meistens sich ganz knallharte Situationen vorstellen oder auch Geschlechtsteile vorstellen. Mhm. Und die Frau dann doch eher so Situationen, Empfindungen, Atmosphären vielleicht auch. Nee, Atmosphären sind das eigentlich selten, die ich mir vorstelle. Das, das ist seltener der Fall. Beschreib ja doch mal so ein paar Situationen, die dich schon sehr antörnen. Also ich muss mal sagen, ich habe einmal das gemacht, da hat mein damaliger Freund zugeschaut. Mhm. Und er wollte halt das endlich mal sehen, wie das so aussieht, wie das abgeht. Und ich weiß nicht, ich konnte mir in dem Moment, es kam nicht. Weil es war halt irgendwo noch eine neue Situation, dass jemand zuschaut. Und hat mir alle möglichen Situationen vorgestellt, er und ich mit jemand anders oder ich guck einem anderen Paar zu oder so. Und als dann endlich kam, da waren es zwei Frauen, die es gerade miteinander getrieben haben. So. Ach, das gibt's dann auch in der Fantasie? Ja. Ja? Ja. Aber du würdest dich selbst nicht als bisexuell bezeichnen? Durchaus. Doch, als bisexuell? Ja, 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 es ist schon eher Männer. Ja. Und ich könnte mich auch, glaube ich, nicht in eine Frau verlieben. Ja. Aber ich hatte schon sexuell was mit Frauen und das macht mir auch Spaß, aber Frauen sind mir zu sanft. Ja. Ist das nur einmal passiert, dass du vor deinem Freund dich selbst befriedigt hast? Nein, das mache ich öfter. Das machst du öfter? Ja, das mache ich auch gern. Das turnt dich an? Und es turnt ihn an. Ja, ich lasse mir dabei gerne helfen. Ja, also es geht dann hinterher schon über in ein gemeinschaftliches Tun. Ja, oder das war dann vorher. Oder das war vorher. Ja, wenn er dann nicht mehr kann und ich immer noch Lust habe. Ist es denn umgekehrt genauso? Macht er es vor dir auch? Nein. Warum nicht? Mag er nicht, will er nicht. Würdest du es gerne haben? Ja. Ja. Also ich habe ihn schon gefragt, habe ihn darum gebeten, aber man, das wollte er nicht. Das wäre einfach für ihn eine Sache, was er für sich macht und da mag er nicht, dass ihm jemand dabei zuschaut. Mhm. Ist es dir unangenehm, die Vorstellung, dass er, also neben eurem sexuellen Kontakt auch, sich selbst befriedigt? Nein. Ist dir völlig wurscht? Finde ich gut. Ja. Finde ich gut, klar. Redet? Ich mache auch gern Telefonsex. Telefonsex auch? Oh. Ja. Mit deinem Freund? Ja. Du bist ja eine ganz scharfe Nummer, Pia. Oh, vielen Dank. Kannst du dich an dein allererstes Selbstbefriedigungserlebnis erinnern? Ja. Erzähl mal.
Ich war mit meinen Eltern in Urlaub in Garmisch-Partenkirchen. Wie alt warst du da? 12. Mhm. Und hab gebadet. Nach irgendeinem Schneeausflug, keine Ahnung. Mhm. Und wollte mich halt richtig gut waschen und auf einmal war der Duschkopf. Das war irgendwie ganz toll. Das war einfach nur ein schönes Gefühl. Also Ich war furchtbar naiv mit 12 und auch mit 14 noch. Wusste überhaupt nicht, was da abgeht, was ich da tue. Ich wusste einfach, es ist schön. Ja, also niemand hatte dir davon erzählt. Dass es mit dem Duschkopf geht nicht. Nee. Nein, wirklich. Dass es überhaupt sowas gibt. Selbstbefriedigung. Mhm. Doch schon. Also ich habe früher heimlich Praline gelesen. Mhm. Und weiß ich nicht, wenn da drin stand mit Vibratoren und da verstand ich ja null von. Mhm. Oder klar, mit der Hand oder einer Kerze oder weiß ich, was die sich da alles einführen. Aber dass es mit Wasser geht, einfach mit dem Wasserstrahl, das wusste ich nicht. Das war das Urerlebnis für dich. Das hält bis heute an, der Spaß daran. Ja. Und dann, da warst du 12 Jahre, dann hat sich das so allmählich fortgesetzt und du hast es immer wieder gemacht. Ich wusste, da kommt noch was, als ich da in dieser Wanne lag. Weil das Gefühl steigerte sich. Mhm. Ich wusste nicht, was das war und habe auch so lange nicht gewartet, weil meine Eltern konnten jederzeit wiederkommen. Mhm. Und dann habe ich das dann irgendwann zu Hause nochmal probiert, weil es halt so schön war. Und dann kam dann der erste Orgasmus. Und wusste ich aber auch nicht, dass das ein Orgasmus ist. Mhm. Und ich dachte, es gibt Organisten und Pianisten. Vielleicht gibt es einen Orgasmus und einen Piasmus. Das ist dann mein eigener, ganz persönlicher, der dann eben so heißt wie ich. Aber du hast es dann immer wieder gemacht, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Ein schlechtes Gewissen hatte ich nicht, aber ich wusste, ich tue was Verbotenes. Also ich habe das immer, also verboten in unserem Haushalt sozusagen. Ja, was Unanständiges? Ja, was Unanständiges, streng katholischer Haushalt. Ja, da darf man das nicht so einfach, ne? Nee. Nach Lust und Laune? Nee, das darf man da nicht so einfach. Da darf man einiges überhaupt gar nicht so einfach. Ja. Gibt es denn eine Situation, irgendwie eine ganz abgedrehte Situation, wo du beispielsweise erwischt worden bist dabei? Erwischt worden bin ich mal von meinem Bruder, aber da habe ich gesagt, ich wasche mich. Also der hat das nicht so richtig gerafft, was da abgeht. Oder gibt es eine besondere Vorliebe, jetzt die Badewanne mal ausgeklammert, dass du es vielleicht gerne auch im Sommer im Freien, am Meer oder weiß ich was machst? Ich war so lange nicht mehr am Meer. Also naja, egal jetzt wo. Oder am Baggersee? Nee. Das nicht? Nee, dass ich das so selber mache nicht. Da stelle ich mir dann lieber andere Sachen vor am Meer. Das also nicht. Und wie oft kommt es so vor? Recht häufig, würde ich schon sagen. Wie häufig? Also mittlerweile ist halt was weniger, weil ich sehr reges Sexualleben habe. Ja. Weiß ich, zweimal die Woche vielleicht. Ja, das geht ja noch. Aber früher habe ich da richtige Rekorde aufgestellt. Wie waren die Rekorde? Also der erste, den ich hatte, der war 17 an einem Abend. 17 an einem Abend? Das war, also wenn ich jetzt mal überlege, war das für mich lasch. Was, das war? Lasch. Das war lasch? Ja, wenn ich mal so überlege. Nachher waren dann 18 in anderthalb Stunden, davon 5 in 2,5 Minuten. Das soll ich dir glauben? Es ist wahr. Junge, es gibt sehr viele, die mir das nicht glauben. Und ich würde es selber auch nicht glauben, wenn ich es höre. Und mit Mann würde ich es nicht in so kurzer Zeit erleben können. War denn nicht alles wund dann mittlerweile? Es war noch etwas ausgeleiert vielleicht. Aber wund war es nicht. Das ist ja fast schon spektakulär. Den habe ich aber auch gebrochen. Wie? Den Rekord habe ich aber auch gebrochen. Nämlich wie? 20 in einer Stunde. Also ich will jetzt gar nicht weiterfragen. Nee, mehr waren es auch nicht. 20 in einer Stunde. Aber daraus schließe ich, dass du einen sehr taffen Freund hast, der dich da von diesen Zahlen runterholt. Ne? Das heißt, dass du es jetzt nur noch zweimal in der Woche machen musst. Da muss das ein guter Bursche sein. Das ist auf jeden Fall. Ich denke, hör zu, ich möchte ihn grüßen. Ja, mit sehr viel Potenz. Liebe Pia, ich danke dir für das nette Gespräch. Gerne. Und meine Empfehlung an den Geliebten. Danke. Tschüss. Mach weiter so. Danke, tschüss. Tschüss. Die Nadine begrüße ich herzlich jetzt, 24. Ja, hallo Jürgen. Nadine. Ja, und zwar ist mein Thema Telefonsex. Ach, wir bleiben beim Thema Sex. Das ist schön. Das habe ich sehr gerne. Telefonsex. Ja. Bist du eine Telefonsexerin? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ich nicht? Ich habe das nur ein paar Mal gemacht. Ja. Und zwar habe ich damals mal von meiner Chefin eine Telefonnummer bekommen. Ich sollte dann halt für ihren Ex-Freund anrufen, einfach Informationen für sie rauszuholen. Weil Nadine, die Leitung ist super schlecht. Wir machen mal einen Versuch, gehen mal noch näher ans Telefon. Ja, so ist besser. Ja, wir testen das mal, ja. Okay. Und sie war einfach nur neugierig, was der macht. Mhm. Sie hat mir dann halt auch erklärt, wie ich mit denen reden musste. Ich habe dir natürlich dann halt auch Sachen erzählt, was der hören wollte. Und habe dann auch, wie gesagt, für mich rausgekriegt, dass das auch was für mich sein konnte. So habe ich mir natürlich die Rufnummer gemerkt. Ja, jetzt muss ich nochmal fragen, weil ich gerade ein bisschen irritiert war. Das war jemand Fremdes? Das war ein Fremder, ja. Mhm. Ja. Also ich wusste gar nicht, wie der aussieht. Ja.
Und dann habe ich natürlich ihn auch privat angerufen. Ja. Er wusste ja gar nicht, dass ich für meine Chefin anrufe. Er dachte ja natürlich, ich rufe für mich an. Ja. Für den war das halt dann ganz normal, dass ich auch für ihn, mich bei ihm privat melde. Ja. Und so ist das irgendwann mal gekommen, dass wir dann halt Telefonsex gemacht haben. Es war aber nicht irgendwie, das waren keine normale Sätze, die dann so gefallen sind. Es sind Sachen gefallen wie zum Beispiel, was machst du, du perverse Drecksau, ich komme und leck dich ab und ich bin jetzt ganz feucht und so Sachen. Das, das hast du gesagt. Das so, hat er gesagt. Das hat er gesagt. Ja, das hat er gesagt. Und du bist dann drauf eingestiegen? Ich bin dann drauf eingestiegen. Und hast ihn zurückbeschimpft? Ja, und ich habe ihn auch zurückbeschimpft, natürlich. Und das hat ihn sehr angemacht? Das hat ihn total angemacht. Und dich auch? Ja, und mich auch. Das heißt, du bist so gestrickt? Ja. Wenn man sagt, du alte Drecksau zu dir, dann tut sich da schon was. Nee, normalerweise nicht. Es war nur bei ihm halt der Fall. Und ich versuche das heute manchmal mit meinem Freund. Es klappt entweder so mit ihm. Das war nur mit dem Mann? Ja, das war nur mit dem Mann. Ne? Ging es denn so weit, dass ihr dann beide einen Orgasmus hattet am Telefon? Ja, ja. Nur sag bloß auch noch gleichzeitig. Das will ich nicht sagen. Das ist nicht immer passiert. Ne? Wie lange dauerte das Gespräch? Die Gespräche dauerten stundenlang, also 2-3 Stunden. Hey. 2-3 Stunden sich beschimpfen. Ja. Und dann als Krönung ein Orgasmus. Ja. Und der war dann halt auch so ein Typ, er wollte immer so dreckigen Sex haben. Er wollte dann auch dementsprechend, dass die Frau dreckig ist. Mhm. Das heißt, ich durfte mich für ihn nicht waschen. Ja. Und ich habe ihm natürlich auch irgendwann mal dreckige Slips von mir zugeschickt, die er dann halt auch am Telefon gerochen hat. Ja. Und dann meinte er dann halt so, Sau, du hast deinen Geruch gerade vor meiner Nase und ich rieche das gerade. Das ist schon sehr abgefahren. Ja, das ist schon sehr abgefahren. Das also wir haben morgen, passt vielleicht ganz gut als Zwischenhinweis, das Thema Fetischismus. Mhm. Ne, mit der Unterhose und so, das kommt dann schon in die Nähe. So, jetzt hast du das aber nur mit diesem Mann gemacht. Nein, ich habe es auch mit meinem Freund gemacht. Ach doch, mit dem Freund? Ja, aber ganz anders. Das war mit meinem Freund überhaupt total sanft, wie auch immer. Wir haben auch ganz zärtlichen Sex mit meinem Freund. Das habe ich dann halt auch mit ihm gemacht. Ja. Bei dem habe ich versucht, solche Sätze auch rauszubringen, aber ich habe mich irgendwie gar nicht getraut, sowas zu sagen, weil er sowas gar nicht von mir kennt auch. Ne? War es denn für dich gleichermaßen auch schön, das mit dem Freund zu machen? Ja, aber es war nicht so, ich konnte mich nicht so frei dahingeben. Du konntest dich nicht so gehen lassen, ja, oder? Konnte ich nicht. Du also konntest heute nicht so die Sau rauslassen. Nee, konnte ich leider nicht. Heute wäre das kein Problem, ne? Damals konnte ich das nicht. Mhm. Heute machen wir auch vieles gemeinsam, was vielleicht auch ich damals mit diesem Mann da gemacht habe am Telefon. Das geht jetzt. Das geht jetzt, ja. Aber damals ging es halt überhaupt nicht. Ja. Also ich meine, so Telefonsex mit einer Beziehung zu machen, ist schon bestimmt auch noch was anderes als mit jemandem, den man nicht so gut kennt. Ja, natürlich, Weil man ein ganz anderes Verhältnis miteinander hat. Und ja. Aber ich muss sagen, als ich das mit den Fremden gemacht habe, wusste ich viel besser, was ich sagen soll. Hast du denn daraus nicht so die Neugierde oder die Lust jetzt entwickelt, das weiterzuführen mit jemand anderem Fremden oder gar mit dem einen noch weiter? Nee, gar nicht. Warum nicht? Warum ist das eingeschlafen? Weil dieser Typ nicht mein Typ war. Also das heißt, der hat mich vom Aussehen her und von der Einstellung, Lebenseinstellung her überhaupt nicht angetörnt. Der war eher so, der war zwar, wenn es um Sex ging, ziemlich offen, aber sonst war er total konservativ. Ja. Und das klappte einfach nicht, weil ich dann auch ihm gegenüber so ein Abstoßen hatte. Aber du wärst nicht abgeneigt, so etwas mit jemand anderem nochmal neu? Nein, mit Sicherheit nicht. Also Leute, schreibt uns jetzt nicht. Diesen Kontakt werden wir nicht herstellen. Wir sind ja keine Sexagentur. Nadine, ich danke dir für deinen Anruf und viel Spaß Julian, noch. Da wollte ich dich noch kurz was fragen. Ja. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen plump jetzt. Mein Freund, also ich bin bisexuell, ich mache es auch mit Frauen und ich mache das auch ziemlich gerne. Ja. Und mein Freund, der möchte das gerne auch mal mitmachen. Ja. Nur ist das Problem, er kommt am Samstag, wir sehen uns einmal im Monat, weil er im Ausland lebt. Ja. Und ich habe ihm das versprochen, dass ich da was organisiere, dass da 2 Mädels kommen. Ja. Nur sind die alle weg. Die sind ganz spontan weggegangen und ich weiß jetzt nicht weiter. Und wenn ich den absage, ist der ziemlich sauer, ob da vielleicht auch andere Mädels jetzt in der Sendung zuhören oder so, die Interesse daran hätten, sich bei mir zu melden. Ihr Lieben, ich habe das immer wieder schon hier gesagt, dass wir keine Kontaktvermittlungsagentur sind. Mhm. Ne, wenn ich das hier einmal anfange, dann ist diese Sendung kaputt. Da machen wir nur noch Vermittlungen. Ja, und stimmt, ich kriege so viele Anfragen von Leuten, auch von sehr ernsthaften Anliegen, wo ich sage, das machen wir nicht. Ja. Und nur in ganz besonderen Ausnahmefällen sage ich, okay, wir machen das mal. Mhm. Dieses ist mir nicht wichtig genug, sage ich jetzt mal so, für eine Ausnahme. Ja, stimmt. Meine Liebe, du bist nicht böse. Natürlich nicht, auf keinen Fall. Wenn du eine Frau findest, wünsche ich euch ein richtig scharfes Wochenende. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die oder der, Ela, 21. Die Ela. Die Ela. Hallo. Hallo, Ela. Ich
rufe eigentlich an wegen dem Thema gestern. Da war eine Frau, die hatte von einem Flohschutzmittel eine Vergiftung. Flohschutzmittel, ne? Ja. Nicht Klo. Klo, Flöhen. Und ich bin Arzthelferin in einer Praxis. Ja. Wir machen Bioresonanztherapie. Was ist das? Das ist also eine neue Methode, sag ich mal. So neu ist auch nicht mehr, aber es wird halt in Deutschland, ist noch nicht voll anerkannt, wird auch nicht überall praktiziert. Und damit kann man eben Gifte aus dem Körper ausleiten. Zum Beispiel auch Amalgam, wenn jemand sich die Quecksilberplomben rausmachen lässt. Aber es gibt auch Gifte, die der Körper selbst nicht abbaut. Ne? Ja, kann genau. man die dann denn ableiten aus dem Körper? Ja, das wird also nur mit Giften gemacht, die der Körper selbst nicht abbaut. Quecksilber wird ja vom Körper auch nicht abgebaut. Aber wie macht man das? Das ist also Biophysik, sag ich mal. Das wird über Elektroden gemacht und über ein Gerät. Das sind so Goldelektroden. Da kommen die Hände drauf, da ist ein Eingang und ein Ausgang. Und in so eine Becherelektrode kommt also das Material rein, was ausgeleitet werden soll. Also in künstlicher Form, zum Beispiel eine Plombe oder halt irgendwas abgefüllt von einem Holzschutzmittel oder sonst was. Und dieses Gerät nimmt die Spannung auf von diesem Material, gibt das über die Eingangselektrode an den Körper und auf der anderen Seite geht es eben über die Elektrode wieder raus. Ist das ein anerkanntes Verfahren? Das ist in der Schweiz und in Österreich voll anerkannt und in Deutschland ist es im Kommen, also es bezahlen noch nicht alle Krankenkassen. Ja, also die Techniker bezahlt es, die DRK zum Teil, Betriebskrankenkassen bezahlen es, aber halt AOK oder so übernimmt es also noch nicht. Kein Hokuspokus? Nee, das ist auch, also wo ich immer vorwarne, es gibt auch viele Heilpraktiker, die das machen. Und ich denke, dass die einfach nicht das medizinische Hintergrundwissen haben. Und das ist also ein ganz normaler Allgemeinmediziner, bei dem ich jetzt arbeite, der das macht. Und das wird dann in deinem Fall dann auch von deinem Chef, dem Arzt, überwacht, die ganze Sache. Ja. Die Sache tut überhaupt nicht weh? Nee, gar nicht. Also das ist halt auch nicht nur bei so Ausleitverfahren, sondern auch zur Allergiebehandlung, Neurodermitis. Also ich war am Anfang auch nicht so überzeugt, aber als ich dann ein 4 Wochen altes Baby gesehen habe, was von Kopf bis Fuß vor Neurodermitis wirklich Blut aufgekratzt war und knallrot. Und dann hat sich rausgestellt, es hat einfach nur eine Allergie auf Milcheiweiß. Es wurde behandelt und das ist jetzt also schneeweiß. Das ist ja interessant, das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nein, noch niemals. Wie sind denn so die Erfolgsquoten? Habt ihr da, führt ihr da Statistik drüber? Habt ihr Kontakt zu den Patienten hinterher noch? Ja, also ich sag mal, bei Ausleitverfahren ist es eigentlich, da gibt es keinen Erfolg. Das kommt aus dem Körper raus, das ist kein Zufall oder so, ob das jetzt klappt oder nicht, das geht also immer. Immer? Ja, und bei Allergien, sag ich mal, bei Kindern ist es noch etwas einfacher. Und es kommt auch immer drauf an, wie viele Allergien das sind, aber eigentlich ist es, ich sag mal, in 90% bis jetzt, was ich miterlebt habe, immer erfolgreich gewesen. Das ist ja wirklich verrückt. Sag doch nochmal, wie das heißt, die Bezeichnung, ja, dass das Leute, die sich dafür interessieren, dieses ihrem Hausarzt vielleicht dann vorschlagen können. Das heißt Bioresonanztherapie. Bioresonanztherapie. Genau. Ja. Aber diese Geräte sind halt ziemlich teuer und das machen nur sehr wenig Ärzte. Und zu einem Heilpraktiker würde ich persönlich also nicht gehen. Ja. Es gibt ein Institut, die diese Geräte vertreiben, sag ich mal, und die auch wissen, wo die Ärzte sind, die sowas haben. Vielleicht sage ich mal den Namen von dem Institut, dann kann man da anrufen und fragen, wo in der Nähe. Das ist das Brüggemann-Institut in Aachen. Ja, das schreibe ich mir gleich mal mit auf. Brüggemann? Ja, Brüggemann. Mit einem G. Wisst ihr, ich habe gleich mit zwei geschrieben. Brüggemann-Institut in Aachen. Ja. Hast du eine Telefonnummer zufällig? Nee. Hab ich leider. Aber das kann man rauskriegen über das Telefonbuch. Ja, ich denke schon. Ela, danke für den Anruf. Bitte. Und das ist wirklich, also wenn das wirklich stimmt, ist das eine sehr interessante Information für viele, viele Leute, glaube ich. Ja, also das ist halt im Prinzip genauso wie eine Desensibilisierung, sage ich jetzt mal, bei Allergien, wenn man sowas gespritzt bekommt. Ja. Nur dass es eben über das Gerät läuft, dass das Gerät praktisch dem Körper vortäuscht, er würde diese Substanz bekommen. Wie lange dauert das noch? Übrigens, dieses Verfahren, wie lange dauert das, wie das raus ist? Eine Behandlung ist eine Stunde. Und insgesamt würde ich sagen 5 Sitzungen. Eine Stunde. Ja. Ist ja eigentlich keine große Sache, ne? Nee.
Also ist auch nicht so teuer. Vielen Dank für deinen Anruf. Bitte. Ela, ciao. Tschüss. Wo wir gerade bei den Adressen sind. Ich hatte gestern erwähnt, die Dornier-Stiftung, die eine ganz bestimmte Methode entwickelt hat, die ich sehr interessant finde, zur Angsttherapie, zur Angstbekämpfung. Da haben sehr viele Leute bei uns angerufen und ich möchte euch, die das interessiert, eine Telefonnummer geben von der Dornier-Stiftung in Münster. Und zwar vom sogenannten Angst-Not-Telefon. Die Telefonnummer ist 0251 für Münster. Und dann 836676. Ich wiederhole nochmal 0251, Vorwahl Münster. Und dann 836676. Ich wiederhole diese Telefonnummer nochmal nach unserer kurzen Pause um 13:30. Dann könnt ihr euch was zu schreiben holen. Weiter geht's mit Charlotte und die ist 57 Jahre. Ja, hallo. Oh, das ist aber eine ganz schlechte Leitung. Charlotte, ja? Wo bist du? Ja, warte mal, das geht so rum besser. Ja, wo warst du? Ich bin neben dem Telefon. Ich hatte da nur den allgemeinen, also den Lautsprecher eingeschaltet. Ja. Jetzt habe ich einen Hörer wieder am Ohr. Du musst schön nah dran bleiben. Ja. Dann ist es besser. Gut. Charlotte, dein Thema. Ja. Ja, mein Thema, das sind die nach vielen Ehejahren verlassenen Ehefrauen, nach gegen ein jüngeres Modell ausgewechselt. Ja. Und entsprechend fühlt man sich halt einfach wie Sperrmüll. Du bist Betroffene? Ja. Erzähl mal, was dir passiert ist. Ja, also ich habe relativ jung geheiratet, so mit 23. Ja. Und dann haben wir halt alles zusammen aufgebaut. Wir hatten beide nichts, von den Eltern her nichts. Und haben uns dann so langsam halt was aufgebaut, Familie gegründet, Kinder bekommen und es lief alles so ordentlich. Wie viele Kinder? Sechs. Ja, sechs Kinder? Ja. Mein Mann war also sehr verantwortungsbewusst die ganze Zeit über, hat also für mich und für andere immer die Verantwortung übernommen. Also ich habe jetzt gemerkt, er hat mir viel zu viel abgenommen, aber naja, so war es. Und dann hat er sich vor 3,5 Jahren dann in eine Angestellte verguckt. Du würdest sagen, das ist eine Zwischenfrage, dass die Ehe bis vor 3 Jahren gut war. Ja. Ja. Und erfüllt auch, war harmonisch. Ja. Ihr habt euch geliebt, du hast ihn geliebt, er hat dich geliebt. Ja, ich liebe ihn immer noch. Ja. Und so, die Büroangestellte vor 3 Jahren. Ja. Und die hat er sich verguckt. Genau. Ja. Sie war also schwer depressiv, liebes Mädchen, ich kenne sie auch gut. Wie alt ist sie? Sie ist 26 Jahre jünger als er. Das heißt, wie alt ist er? Oder sie jetzt? Sie ist jetzt 33. Ja. Und mein Mann ist fast 60. Mhm. Naja, und sie war also schwer depressiv und wir haben uns beide um sie gekümmert und versucht, sie also irgendwie vom Selbstmord abzuhalten und so weiter. Ach, das war sogar erst so eine Freundschaft zwischen euch beiden und der Frau? Ja, so. Hat sie dann immer mehr einbezogen. Und ja. Naja, also das Ganze ist so ein Kitschroman. Nicht? Er kippte dann völlig um aus seiner ganzen verantwortungsvollen Haltung heraus, in wirklich nur noch pubertär. Er ist nachts aufgestanden und hier durch die Diskos gelaufen, um zu gucken, wo sie steckt. Sie war auch verheiratet, ist aber ohne Mann in die Disco gegangen und so weiter und so weiter. Hat er dich verlassen? Und vor 2 Jahren hat er mich dann ihretwegen verlassen, ja. Er ist ausgezogen? Ja. Und lebt jetzt mit dieser Frau zusammen? Genau, hast ja. du noch Kontakt mit ihm? Ja, weil über unsere Kinder. Mhm. Ich bin dann also völlig zusammengeklappt. Ich war nicht mehr arbeitsfähig und war also schwer depressiv, sodass die Kinder dann teils ausgezogen sind und teils leben sie in seinem Haushalt, aber er kann sich nicht um sie kümmern, weil er ja den ganzen Tag weg ist. Mhm. Und ich allmählich habe ich mich so ein bisschen gefangen. Und wie hat er denn diesen dann ja doch auch sehr drastischen Schritt begründet? Er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er will jetzt endlich anfangen zu leben. Er will endlich anfangen zu leben? Ja. Das ist ja hart, ne? Das ist sehr hart. Das heißt, er hat vorher nicht gelebt? Ja. Mhm. Die ganze Zeit immer wieder vertröstet, wenn wir dies oder jenes geschafft haben, dann habe ich mehr Zeit für euch, dann kann ich mich mehr um euch kümmern, ich will mit dir alt werden und wenn wir beide nicht mehr arbeiten müssen, dann wollen wir reisen und all diese Versprechungen und all diesen Versprechungen habe ich halt geglaubt. Aber Charlotte, wenn er sowas sagt, ich will jetzt endlich leben,
dann wundert mich deine Aussage von vorhin, dass die Ehe bis zu diesem Zeitpunkt in Ordnung gewesen sein soll. Ja, er hat mir nie gesagt, was er mir eigentlich vorwirft. Also du hast diese Unzufriedenheit, wenn sie denn schon da war, nicht wahrgenommen bei ihm. Und er hat sie auch nie geäußert. Er hat sie nie geäußert. Mhm. Also ich meine, nachher so in den anderthalb Jahren, wo ich seine Mutter gepflegt habe noch nebenher und er eben sich um die Pflege überhaupt nicht mehr gekümmert hat, sondern eben nur noch depressiv und verliebt war. Depressiv halt, weil es ihn auch belastet hat. Nicht? Also auf der einen Seite wahnsinnig glücklich und auf der anderen Seite dann immer wieder depressiv, vor allem in den Phasen, wo sie mit ihm Schluss gemacht hat. Nur ist die ganze Sache schon eine Weile her, oder? Ja, aber es ist für mich jetzt wieder sehr aktuell, weil irgendwann demnächst dann die mündliche Verhandlung vorm Scheidungsgericht ansteht. Ach so, das reißt dann nochmal alles auf. Und das reißt, nicht? Und ich merke also immer mehr, ich kann so einer Scheidung nicht zustimmen. Warum nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass er irgendwo außerhalb seiner selbst ist, seines eigentlichen Wesens. Nun ist das natürlich heikel, wenn das von außen so beurteilt wird, ne? Aber wenn jemand 55 Jahre, also sagen wir mal bewusst sind es 40 Jahre, unglaublich christlich verantwortungsbewusst und so weiter gelebt hat, und plötzlich all diese Werte überhaupt nichts mehr gelten. Charlotte, vielleicht ist das genau der Grund, dass er 40 Jahre sich selbst vergewaltigt hat. Und dass er jetzt im Alter gemerkt hat, dass das nicht sein Weg ist. Das gibt es, solche Leute hatte ich auch schon hier in der Sendung. Ich meine, die Frage ist ja jetzt, wie ihr beide euch das Leben am wenigsten schwer macht. Ne, wie du am besten mit der Situation zu Rande kommst und er auch. Und ohne jetzt wirklich die Einzelheiten in eurem Fall zu kennen, denke ich mal, wenn du der Sache nicht zustimmst, dann behältst du diese ganze Geschichte noch viel länger an dir und er auch. Und ihr müsst euch noch viel länger damit beschäftigen und habt vielleicht eine geringere Chance, den Frieden für euch zu finden. Als wenn du sagen würdest, okay, wir machen jetzt den Schnitt. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Das heißt ja nicht, dass man vielleicht doch nochmal in ein paar Jahren in einer anderen Form zueinander finden könnte. Ja, ich weiß nicht, ob er noch so viele Jahre hat. Schwierig finde ich nur, wenn er wirklich will, wenn er das wirklich will, wenn du dann sagst, nein, ich blockiere das. Denn so rettest du die Sache wahrscheinlich also auch nicht mehr. Vom Kopf her sehe ich das auch so, aber das Herz macht nicht mit. Ist denn da auch so ein bisschen, da ist auch Zorn und Rache? Steckt wahrscheinlich auch mit drin, ja. Und vor allem mein Selbstwertgefühl, das ist halt wieder total am Boden. Ich komme ja vor wie ein altes Möbelstück, das auf den Sperrmüll gestellt wird, weil es halt ein paar Kratzer und ein paar Schrammen hat inzwischen. Aber ich denke, dass man nach vorne gucken muss und dass du auch nach vorne gucken musst, wie du jetzt noch das Beste aus deinem Leben machen kannst. Und wie du vielleicht auch am besten mit dieser Sache abschließen kannst. Und ich habe die Vermutung oder ich wage zu bezweifeln, ob das geht, wenn ihr jetzt da im Dauerclinch für die nächsten Jahre hängt miteinander, wenn du das jetzt verweigerst. Ja, nur ich meine, der Kontakt ist über die Kinder halt laufend da. Und wenn ich anrufe, kann es mir passieren, dass ich ihn oder sie an der Strippe habe zunächst mal. Und es ändert sich im Grunde genommen nicht. Ob wir nun getrennt leben oder ob wir geschieden sind, es ändert, aber für mich vom Gefühl her ist es irgendwie ein unheimlicher Unterschied. Warum will er das unbedingt? Das frage ich mich auch. Das weiß ich nicht. Das begründet er also nicht? Nein. Ja. Nein. Charlotte, das ist sicher sehr, das ist ein sehr, sehr komplexer Fall, eure Geschichte. Und mir ist auch so ein bisschen unwohl, jetzt innerhalb von 6-7 Minuten da jetzt so den ultimativen Ratschlag zu geben. Bleib doch mal am Telefon und unterhalte dich doch noch ein bisschen mit unserem Jürgen, unserem Psychologen. Welche Meinung der in dem Fall vertritt. Das wäre für dich auch interessant, vielleicht mal zwei Aussagen zu hören. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und bleib am Telefon. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine kurze Pause.
Meine Lieben, hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR zu hören im Radio bei 1 Live, zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr Lust habt, euch mit mir hier in der Sendung zu unterhalten. Und ich habe einen Themenvorschlag noch von meiner Seite ausgemacht, nämlich Vegetarier. Pro, Contra, Vegetarier. Wer ist von euch Vegetarier? Warum? Findet ihr es gut, auf Fleisch zu verzichten? Wie findet ihr diesen Werbespruch, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft? Ich verzichte nicht gern auf meine Currywurst ab und zu. Wie seht ihr das? 0130 29 11 0130 29 11. Und jetzt nochmal wie versprochen die Telefonnummer von dem Angst-Not-Telefon der Dornier-Stiftung in Münster. Das ist die 0251 und dann 836676. 0251 836676. Andi oder Andy, 29, hallo. Ja, hallo, guten Abend, Jürgen. Hallo, Andy. Ich wollte mal meine Geschichte erzählen, und zwar habe ich meinen Schlagerstar getroffen. Du hast einen Schlagerstar getroffen? Deinen Schlagerstar. Deinen? Wer ist das? Und zwar weiß ich nicht, ob du die Peggy March noch kennst. Ja, klar, kenne ich Peggy March, ja. Und die hat ja ganz mit, früher... Halt, stopp, mit 17 hat man noch Träume. Richtig, das war aber die spätere Zeit, da hieß sie dann schon Peggy March. Und sie hat begonnen damals, das war 1961, als Little Peggy March in Amerika. Als Little Peggy March? Als Little Peggy March. Da hat sie noch richtig schön Rock'n'Roll und Twist gemacht und Mashed Potatoes und wie es alles so hieß damals. Mhm. Und zwar hatte ich durch Zufall eigentlich den Film Hairspray mit John Waters gesehen im Fernsehen. Ja. Und dann hörte ich im Hintergrund einen Titel und der gefiel mir ganz gut. Ich denke, dann wer singt dann den, ja? Und am Ende kommt dann der Nachspann, ich dann ganz dicht vom Fernseher, konnte es kaum entziffern. Little Peggy March. Aha. Denk, mein Gott, Little Peggy March, hat die was zu tun mit der Peggy March? Ich überhaupt keine Ahnung, ja. Und muss dazu sagen, es war 1992 und 14 Tage, bevor ich nach Florida fliegen wollte, in meinen Urlaub, da schickte meine Mutter mir einen Artikel aus der Frau im Spiegel und da stand drin, Peggy March, oft sehne ich mich zurück ins schöne Deutschland. Und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und habe dann halt eben daraus erfahren, dass sie in Florida lebt. Aha. So, nun war ich ganz feist und hab gesagt, ruf ich da mal an bei dem Autor, der das geschrieben hat. Ja. Bin auch durchgestellt worden und hab dann aus diesem Artikel eigentlich nur zitiert und meinte dann zu ihm irgendwie, ja, also 1980 haben sie die Spuren verloren, ich kannte die Peggy ja schon, ich müsste ihr unbedingt einmal schreiben. Nun gab er mir eine Adresse in Florida und ich dachte, das wäre die Autogrammadresse, hätte nie damit gerechnet, dass er mir die richtige Adresse gibt, wo sie wohnt. Also ihre Privatadresse? Ihre Privatadresse. Ja. Naja, dann bin ich mit den Freunden losgeflogen, hat sie dann halt eben dort versucht zu besuchen. Hat auch geklappt, nachdem wir lange gesucht haben. Das war dann eine Hausnummer 9000 irgendetwas. Ach, du bist direkt hingefahren, hast nicht erst geschrieben? Nein, ich bin dann also hingefahren. Sofort hin, ja. Hatte nicht geschrieben vorher. Und hat dann geklingelt. Das ist ja dreist. Bitte? Das ist ja dreist. Ja. Und als ich dann was gehört habe im Haus, hat irgendwas geklappt. Und da denke ich, oh Gott, was für eine Courage, jetzt kommt da wirklich jemand. Ne? Mhm. Naja, und richtig, ihre Tochter machte dann die Tür auf. Ich im perfekten Englisch, hi, my name is Andy from Germany und so weiter. Andy, aber in dem Moment hast du noch nicht gewusst, dass das ihre Privatadresse ist? Ja, also ich habe es mir dann gedacht, weil nachdem die Tochter aufgemacht hatte und ich gesehen habe vorher im Artikel, dass das die Tochter ist, dann war mir eigentlich relativ klar, es muss die Privatadresse sein. Ja. Und als ich es im Englisch losgelegt habe, da antwortet mir die Tochter im perfekten Deutsch und sagt, nö, tut mir leid, die ist gerade einkaufen, müsstest in einer Stunde nochmal wiederkommen. Ich denke, das kann doch hier alles nicht wahr sein. So, wir eine Stunde noch Zeit gehabt, was machen wir so lange ins Einkaufszentrum? Ich war völlig fertig, Herzbeben gehabt. Die Freunde, die mit waren, die haben mich an die Hand genommen. Ich wäre fast gegen irgendwelche Rolltreppen gelaufen, was weiß ich nicht. Wir nach der Stunde zurück, Peggy March war da. Und naja, dann hat sie mir halt eben Schallplatten, die ich mitgebracht habe, ältere, signiert. Sogar noch mit Little Peggy March, das war ganz toll. Wie, und die war nicht sauer, dass du da in ihr privat... Nee, überhaupt nicht. Die war total begeistert, nicht? Ein Fan und der kommt aus Deutschland und besucht sie dort, nicht? Naja, sie ist ja auch nicht mehr so fanumlagert, ne? Genau so ist es, nicht? Ja. Ich denke mal, sonst hätte man auch nicht so große Chancen gehabt, da direkt ans Privathaus zu kommen. Ja. Ne? Ja, und ich sag mal, seitdem haben wir das Öfteren schon gesehen, auch wenn sie hier in Deutschland ist und Konzerte gibt. Und immer wenn ich jetzt Schallplatten bekomme, ich frage ja auch so einen Bekanntenkreis rum, die fragen wieder in ihrem Bekanntenkreis. Und ich habe diese Schallplatten noch nicht, dann sammle ich die alle. Und wenn dann ein Konzert ist, gehe ich wieder hin und sie unterschreibt sie mir. Das ist ja toll. Also nochmal, um zurückzukommen auf diese Florida-Story da. Ihr seid richtig nett aufgenommen worden von ihr. Total nett. Im Wohnzimmer. Ihr habt was getrunken miteinander, Musik gehört. Das war total nett. Wie lange wart ihr da? Oh, also insgesamt zu Besuch so anderthalb Stunden gerechnet. Und da hatte sie hinterher noch Proben gehabt und dann mussten wir auch los. Ne? Das ist wirklich sehr ungewöhnlich, weil natürlich die meisten Stars sauer sind, wenn man so in ihre Privat, zu Recht auch, ne? Wenn man in ihre Privatsphäre eindringt. Aber es kann hier in dem Fall daran liegen, dass sie nicht mehr so sehr populär ist und in Amerika wahrscheinlich eh kein Mensch sie kennt. Ganz genau so ist es. Also wir haben gefragt, wir suchen hier Peggy March, dass wir die Adresse nicht gleich gefunden haben.
Und dann wurden wir auf typisch oberflächliche amerikanische Weise an der Tankstelle gefragt. Ja. Peggy Mart Harris, ist das der Distrikt, den ihr sucht? Nein, ja. Das ist die Person, die wir suchen. Du bist ja noch ein junger Hüpfer mit 29. Mhm. Das heißt, du hast so keine direkten Erinnerungen an diese Zeit, als sie wirklich sehr bekannt war. Wie kommt das, dass du so sehr auf diese Art von Musik stehst? Ja, also ich kann das gar nicht mal genau sagen. Meine Mutter, die hatte, ja vielleicht daher, meine Mutter hatte eine Bekannte, da gehörte ich auf der Reeperbahn damals das Café Menke. Mhm. Und die hat den Laden aufgelöst, das war so Anfang der 70er Jahre. Und die ganzen Schallplatten, die dort waren, die wollte der Nachfolger nicht mehr haben. Ja. Und hat sie mir die Schallplatten geschenkt. Und so fing das eigentlich an mit der Leidenschaft. Ja, ja. Gibt es einen, ich kenne gar nicht so sehr viel von ihr, gibt es ein Lied, was du super klasse findest, was dein Lieblingslied ist? Ja, das heißt Johnny Cool. Johnny Cool. Ja. Kannst du singen? Oh nee, das kann ich nicht. Lieber nicht, das würde ich nie mit meinem tun, schon gar nicht so spät in der Nacht. Macht sie denn eigentlich zurzeit auch wieder Schallplatten? Wie viel bitte? Macht sie zurzeit auch wieder Schallplatten? Sie macht Schallplatten, aktuelle, ja. Also auf die stehe ich aber überhaupt nicht, das weiß ich auch. Bitte? Auf die stehe ich überhaupt nicht, auf die Schallplatten, auf die neuen. Und sie tritt auch auf in Deutschland? Ja, das macht sie auch noch. Ah, ja. Mhm. Ich habe sie auch für irgendwann mal im Fernsehen gesehen, in irgendeiner Sendung, alte Schlager oder sowas, weiß ich nicht. Ja, und bei hier, wie heißt sie noch, Mareike Amado, in der Jury sitzt sie auch öfters und so, ja, ja. Da doch. Sitzt sie in der ja. Jury? Ab und an mal, ja. Lieber Andy, ein großer Fan von Peggy Mart. Wie alt ist sie eigentlich jetzt mittlerweile? Die Peggy, die ist jetzt, im Moment, die wird jetzt am 8. März, wird sie 48. 48? Ja. Das ist doch nur wunderbar, ne? Ja. Andy, danke für deinen Anruf. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, ja. Ja, die Gabi aus Hamburg-Hamm. Aus Hamburg-Hamm. Ja. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Ciao. Christian, 20 Jahre. Christian. Ich glaube, du meinst Christina. Ja, ich meine Christina. Ich war jetzt etwas verwirrt, ja. Christina, ich bitte um Entschuldigung. Ja, mach nicht. Ich gucke immer zu schnell hier auf den Schirm und dann passieren solche Sachen. Christina. Du hast, da wären wir auch gleich beim Thema. Es geht nämlich um die Männer. Um die Männer. Ja, genau. Wieso gleich beim Thema? Ja, Christian, Ach so. Ein Mann. und zwar habe ich ein paar blöde Erfahrungen gemacht mit Männern. Und die machen mich sehr sauer eigentlich. Und Männer machen dich sauer? Ja, nicht grundsätzlich, aber wenn sie respektlos mir gegenüber sind, was ich oft erlebe, dann schon, ja. Dann sag doch mal deine schlechteste Erfahrung so der letzten Zeit, die du gemacht hast. Ja, da gibt's eigentlich zwei. Und die eine liegt etwas länger zurück, die ist so ein Jahr zurück. Und zwar war ich da im Sommer, letzten Sommer war das, in einer großen Straße bei uns in Aachen. Da sitzen immer so Leute rum in Cafés draußen und es ist ziemlich viel los da. Und dann bin ich halt ganz normal, weißes T-Shirt, blaue Jeans, die Haare zusammen ungeschminkt losgezogen. Und dann sind mir halt Leute entgegengekommen und irgendwann kam ein Mann entgegen. Der sah halt auch ganz normal aus, habe ich später gesehen, hat den also gar nicht groß beachtet. Mhm. Und dann so im Vorbeigehen hat er mir dann so an meine Brust gegrapscht, also die auch wirklich festgehalten. Und dann bin ich erstmal so zwei Schritte weitergegangen und habe dann erst realisiert, was da gerade passiert ist. Mhm. Und ich bin also keine Frau, die dann das halt einfach so mit sich machen lässt. Mhm. Bin dann zurückgelaufen, mehr oder weniger, halt wie man schnell laufen kann mit zwei Schritten. Und habe dann dem in sein Gesäß getreten und habe ihn dann etwas kräftiger beschimpft. Mhm. Was, ein älterer Typ? Ja, so... Ja, Mitte 30, also... Also so meinem Alter, ne? Ja, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber jetzt bin ich überrascht. und dann habe ich ihn halt gefragt, was ihn eigentlich einfiel und warum er das gemacht hätte. Ich hätte ihn ja überhaupt nicht dazu aufgefordert. Und er hat dann nur so ganz abfällig gemeint, was ich denn überhaupt wollte und er ist dann so gegangen, ne? Mhm. Nachdem ich ihn auch gesagt hatte, er sollte dann sich wohl mal besser vom Hof scheren. Mhm. Ja, und dann habe ich dann nachher komischerweise noch Reaktionen bekommen. Also ist ein junges Paar auf mich zugekommen, meinte, ja, das hätten sie ganz klasse gefunden und so. Mhm. Und auch ein Mädel ist auf mich zugekommen, meinte, boah, das hätte sie aber mutig gefunden. Mhm. Ja, und dann was Ähnliches ist mir passiert in der Disco. Das war vor ein paar Monaten. Ich bin auch nicht so ein Mädel, das jetzt gerade, sagen wir mal, Miniröcke anzieht oder weiß was ich was für High Heels oder so. Mhm. Und auch nicht weite Dekolletés trägt, also... was ich gerne anziehe, sind taillierte Sachen. Das ist so das Einzige, was irgendwie auch sexy wirken könnte, sag ich mal. Und das war dann ein Marokkaner, der war auch etwas älter. Also es sind auch jüngere Leute, die mich anmachen. Mhm. Daran liegt es wohl auch nicht.
Und der hat zuerst angefangen, mit mir zu labern, ob ich nicht mit ihm um die Ecke und dann Spaß und überhaupt. Und dann habe ich ihm dann gesagt, nee, danke, und du bist nicht so mein Typ, geh mal wieder. Mhm. Also auch ganz nett. Und ja, da hat er sich nicht abschrecken lassen. Es ging halt dann immer weiter. Dann habe ich dann etwas kräftiger Nein gesagt, dann ihn dann zum Schluss auch noch angeschrien. Davon hat er sich auch nicht abschrecken lassen. Und dann hat er also wirklich die übste Geste, die ich je in meinem Leben von einem Mann entgegenbekommen habe. Das war sowas von verachtend. Eine Geste? Ja, der hat dann also so mit seinem Mittelfinger bei mir am Genital, mhm, so diese Geschlechtsbewegung, also Geschlechtsaktbewegung, ich, ja, weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, ja, so gemacht und also auch richtig so mit Körperkontakt. Mhm. Und dann war ich total sauer und habe ihm dann sein Weizenglas aus der Hand, Weizenbierglas aus der Hand getreten. Mhm. Da war er dann auch erstmal etwas geschockter und ist dann zum Schluss zwei Schritte weiter weggegangen, hat dann einen Freund, der ihn dann festgehalten hat, bis der Rausschmeißer kam, den kannte ich auch. Deswegen ist das schneller passiert, dass er rausgeflogen ist. Hat er dann noch zu meinem Freund gesagt, ich wäre eine Rassistin, er war Marokkaner. Ja, das ist dann das alte Lied, ne? Dass ja, er dann genau diese Karte spielt. Ja. Ne? Und vor allen Dingen, dass der krasseste Spruch war, dass er meinte, ein Mann darf eine Frau schlagen, Frauen, ja, dürfen, ja, Männer nicht schlagen. Ja. Das sind üble Erfahrungen. Aber A, finde ich erstmal gut, dass du dich wehrst. Mhm. Es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Der Typ auf der Straße hätte eigentlich eine Ohrfeige verdient. Mhm. Auf der Straße kann man sich das auch trauen. Immer sollte man das nicht machen, weil man als Frau dann in Gefahr gerät. Ja, ja, genau. Aber es sind blöde Begebenheiten. Es sind Idioten. Aber man kann natürlich nicht davon irgendwie jetzt allgemeine Aussagen machen. Nein, nee, mache ich auch gar nicht. Also ich habe selber seit anderthalb Jahren einen Freund. Es gibt, auch so, Araber. Es gibt ja auch so nette Männer und auch so nette Mohammedanische. Ich habe sehr viele männliche Freunde. Also ja, die längsten Freundschaften habe ich sogar zufälligerweise mit Männern. Ja. Und also ganz gegen Männer habe ich nicht. Ich glaube, wirklich die allerbeste Reaktion ist immer, wenn Frauen dann wirklich ganz krass und massiv reagieren und sich bloß nichts gefallen lassen sollen. Ja, das ist eben das Entsetzliche, was ich festgestellt habe, dass Frauen, wenn sie auch nur blöd angepöbelt werden oder angegrapscht werden, lieber schnell gehen, ja, oder aber schon langsam genervt sind, weil das passiert. Und ich denke mir, das darf überhaupt nicht geschehen, dass man davon genervt ist. Also ich denke, so eine Szene, dass dir da jemand an den Busen packt auf der offenen Straße, das ist so, so hart, so krass. Da gehört nur eine Hand voll ins Gesicht, ne, bei dem anderen. Ja, vor allem so eine Missachtung auch. Ja, ne? Da gibt's gar nichts zu diskutieren, ne? Das ist einfach. Also mein Appell an die Frauen ist, sie sollten sich endlich mal wehren und nicht nur genervt davon sein. Das ist wirklich schon entsetzlich, dass sie so abgestumpft sind. Christina, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Tschüss. Ich wollte noch was sagen zu deinem Team. Ich finde die alle furchtbar nett und sie machen das sehr geduldig, weiter so. Und für dich auch alles Gute. Das freut mich sehr und das hören meine Leute sehr gerne im Hintergrund. Und das ist wirklich auch ein sehr kleines, enges Team, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Ja, ich habe mit drei Leuten gesprochen, mit einer weiblichen Person, mit zwei männlichen. Die fand ich alle sehr geduldig, sehr nett und klasse, freuen die sich alle. Ja, okay. Dankeschön, dann, tschüss. Jacqueline, 32 Jahre. Ja, grüß dich, Jürgen. Ich möchte, weil wir gerade bei Komplimenten sind, eure tolle Sendung loben und vor allem euer Einfühlungsvermögen in die Problematiken, die wirklich manchmal sehr schwer sind und vor allen Dingen gehen manche mächtig zu Herzen. Ich meine, ich sehe das an mir selber. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich werde im August 33. Mhm. Mein Leben ging mehr auf und ab wie alles andere und eine Episode ist zum Beispiel, dass ich in politischer Haft war, ein ganzes Jahr. In der ehemaligen DDR? Ja, aus der ehemaligen DDR. Und zwar bin ich mit meinem ehemaligen Mann über Grevensmühlen geflüchtet. Wir wollten mit dem Schlauchboot rüber in die Bundesrepublik, das heißt die Drei-Meilen-Zone auf jeden Fall erstmal umfahren. Ja, wann war das? In welchem Jahr? Das war 1988. Ja. Das war gerade diese verrückte Zeit, wo die Leute, die eigentlich zufriedengestellt waren, irgendwo nicht mehr weiter wussten. Das heißt, ja, man hatte alles, aber man konnte mit seinem erarbeiteten Geld eigentlich nichts mehr anfangen. Mhm. Ja, und dann trieb eben, wir sind aus der Gastronomie gekommen und dann ehemalige Arbeitskollegen, die dann vielleicht mal mit einer Reisegruppe kamen, die haben dann rumgestachelt, ach, ihr seid ja immer noch hier und. Sodass sich das immer weiter höher geputscht hat. Ne? So, dann habt ihr versucht, mit dem Schlauchboot euch davon zu machen. Ja, ja. Ja. Und seid erwischt worden? Wir sind erwischt worden. Wir haben leider das Pech gehabt, dass einen Tag vor uns sieben Personen die Flucht gelungen ist und dass die Streifen alle verstärkt worden sind, sodass man uns wirklich
gleich am Anfang, wir sind angefahren und man hat uns getatzt, weil wahrscheinlich auch die Autonummern alle registriert waren, die dort im Urlaub waren. Ne? Und dann folgte ein Jahr Haft. Dann folgte ein Jahr Haft. Erstmal 8 Monate Untersuchungshaft, wobei ich sagen muss, dass man als normalsterblicher Mensch, ich bin eigentlich immer arbeiten gegangen, bin kein Assi gewesen oder so, irgendwo behandelt worden, ist wirklich wie der letzte Dreck. Ja. Alleine 48 Stunden Verhör ohne Unterbrechung, das war erstmal die Einstimmung auf diese ganze Serie von Attentaten, die da noch gekommen sind, wollen wir mal so sagen. Ich hatte vor ein paar Wochen auch einen Anrufer, der auch von Stasi-Haft und auch Stasi-Folter sprach. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, dass du auch gefoltert worden bist? Gefoltert nicht, aber ich nicht persönlich. Aber es gab wirklich in meinem Verwahrraum, so nannten sich ja die Räume, in der Haft, wo ich nachher in Dessau gewesen bin. Das ist ein vormilitärischer Strafvollzug gewesen. Also das war wirklich das Letzte, weil vormilitärisch, da ging wirklich alles bloß nach Kommando. Mhm. Ja, ob das Essen war oder sonstig was. Und dort gab es wirklich... wie nennt man das, Pritschen, wo die Leute einfach angeschnallt wurden, an wirklich Ketten, und weder Toilette noch eine Decke, wirklich nur in Trainingsanzug, dass wirklich jeder gesehen hat, der geht jetzt in Einzelhaft. Mhm. Ja, und das passierte selbst in dieser Zeit noch, wo ja nur alles im Umbruch war, das war so? Ja, das war so. Ja, ja. Und was war denn für dich das Schlimmste während dieser Zeit? Das Allerschlimmste, muss ich ganz ehrlich sagen, waren diese sogenannten Transporte, die sind mit der Bahn ausgeführt worden. Und zwar musst du dir einen alten Zugwaggon vorstellen. Von außen waren es nur weiße Scheiben. Sah fast aus wie ein Postwagen und das war immer der letzte, der am Zug war. Und von innen war alles vergittert. Man konnte nur ein Brett anklappen und ungefähr auf 1,5 Quadratmeter mussten 5 Personen auf einer Holzklappe, ich habe die längste Tour waren 2 Tage, auf dieser Holzklappe verbringen, bis ich dann im Prinzip dort angekommen bin, wo ich hin sollte. Und das war in Karl-Marx-Stadt. Ja. Und zwar war das im Haftkrankenhaus, weil ich habe durch die schlechte Ernährung Magengeschwüre bekommen und musste ins Haftkrankenhaus nach Honeck, das heißt nach Karl-Marx-Stadt. Und das Schlimmste war, dass man ungefähr eine halbe Stunde unterirdisch durch diesen ganzen Bahnhof gelaufen ist, also wirklich durch die Katakomben, dass man wirklich nicht wusste, wo man war. Man kam sich vor wie bei zu Ernst Thälmanns Zeiten, wollen wir mal sagen, ne? Aber wirklich ganz schlimm. Und das Allerschlimmste war, wo ich dann nachher entlassen worden bin aus der Stasi-Haft in Karl-Marx-Stadt, bin ich wieder auf diesen Bahnhof gelandet. Mhm. Und da sind immer diese Transporthäuschen, wo vielleicht die Pakete der Post mit verladen werden, wie Aufzüge. Und da musst du dir vorstellen, ich war so geschwächt, mir ist von frischer Luft schlecht geworden, weil in der Stasi-Haft in Karl-Marx-Stadt ist man kaum rausgekommen an die frische Luft. Ja. Und ich musste meine Tasche tragen. Ich habe zwar nicht viel drin gehabt in der Tasche, aber bis zum Bahnsteig habe ich es wirklich kaum geschafft. Mir war ganz schlecht. Ich hatte ganz wackelige Beine. Und auf einmal geht diese Tür auf und die Strafgefangenen kommen da raus mit ihren Handschellen um. Die sind in den Zug eingestiegen, um in den nächsten Knast zu fahren. Und ich bin eingestiegen in denselben Zug, nur im anderen Abteil, und bin der DDR damals verwiesen worden. Das war nur ein einfaches Stück Papier, da stand drauf zur ständigen Ausreise. Jacqueline, also es war eine sehr, sehr harte Zeit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Zeit, als du da im Knast saßt, da war ja nicht abzusehen, wie die politische Situation sich entwickelt, vor allen Dingen nicht, dass sie sich so schnell entwickelt. An was hast du da so gedacht? Hast du da Hoffnung gehabt oder warst du wirklich völlig am Ende? Die Hoffnung, die bewahrt man sich eigentlich selber auf, weil das Einzige, was einen eigentlich diese ganze Zeit über oben hält und auch den Stolz oben hält, ist, dass man sagt, ich komme hier raus, auf jeden Fall, egal wie lange das dauert, aber die da vorne vor der Tür gelaufen sind, die müssen da bleiben, das ist ihr Job. Ja.
Ja, und die konnten einem auch sagen, was sie wollten, von der Körperhygiene her, was wir für Sachen anzuziehen hatten. Ich meine, wir haben da Sachen gekriegt, richtig Straps und Büstenhalter. Wir hatten ja noch nicht mal eigene Unterwäsche. Also das war das Allerschlimmste für mich, da irgendwelche getragenen Sachen anzuziehen. Jacqueline, wenn du heute so Schlagworte hörst, die ab und zu auftauchen, von wegen DDR-Nostalgie und sowas, was denkst du dann? Zur damaligen Zeit, ich muss mal so sagen, ich bin dann im Allgäu sesshaft geworden. Ich habe 4 Jahre im Allgäu gelebt, bin dann aber zurückgekommen, um mich selbstständig zu machen. Aber in den 4 Jahren, wo ich dort unten war, war eigentlich die schlimmste Zeit nach der Grenzöffnung, nach dieser Riesenamnestie, wo denn wirklich Leute, die aus Arbeitsgründen oder die Bemörder, alles was dort im Gefängnis war, rausgelassen worden sind. Und unser eins, was eigentlich einen sehr harten Weg gegangen ist, sind mit diesen Leuten in einen Topf geschmissen worden. Ja, wir hatten ganz tolle Leute, die wir kennengelernt hatten. Die haben uns eben nicht als DDRler bezeichnet oder so, sondern eben als Neubürger der Bundesrepublik. Ja. Ja, das war ganz lieb. Wir sind auch eingeladen worden. Man hat uns die Umgebung gezeigt. Ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht. Du bist jetzt aber wieder in deiner alten Heimat. Ja. Nämlich, wo ist das in? In Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt, ja. In Sachsen-Anhalt. Ich habe aber meine Selbstständigkeit, muss ich so sagen, auch wieder aufgegeben, weil die Kaufkraft in Sachsen-Anhalt durch die hohe Arbeitslosigkeit sich nicht rentiert hat. Hast du manchmal noch Angst, weil das hört man ja auch immer wieder, dass in gewissen oder wichtigen Schaltstellen immer noch diese Stasi-Kader sitzen? Hast du manchmal da ein unwohles Gefühl? Vor den Kadern nicht, aber das Problem, möchte ich mal sagen, das wird auch den meisten so gehen, mir fehlt ein komplettes Jahr. Also wenn ich jetzt nicht nachgeguckt hätte, wann meine Haftzeit war, wäre es mir schwer gefallen. Es fehlt wirklich ein Jahr. Ich muss immer überlegen, wann war das? War das nun davor, war es nun dahinter? Dieses eine Jahr fehlt. Ja, aber und du hast... wollte ich ja eigentlich nur auf dein Thema eingehen, und zwar auf diese, wie sagtest du, auf diese... Dein Thema, was du heute vorgegeben hast. Vegetarier. Ja, die Vegetarier. Das vertiefen wir jetzt aber nicht mehr. Das war ja schon so interessant, was du erzählt hast. Ja, ja. Auf jeden Fall, was ich dich noch fragen wollte, du hast gut Fuß gefasst jetzt wieder. Ja, ja, und muss ich sagen. Ja. Ich bin zwar geschieden worden in der Zeit, ich habe auch 2 kleine Kinder, aber ich habe einen ganz, ganz lieben, netten Mann. Wir sind jetzt 4 Jahre zusammen. Und fühlst dich jetzt in deiner Heimat auch wieder wohl? Ja, ich habe gestern einen Bescheid bekommen, dass ich als Lehrer auch noch Arbeit bekommen habe. Also ich bin also recht glücklich. Na, ich habe gestern auch bei euch versucht anzurufen. Ich habe auch angerufen, bin leider aber nicht durchgestellt worden. Jacqueline. Und ich kann nur jedem sagen, der sowas durchgemacht hat, das zu versuchen zu verarbeiten. Ja. Egal wie schlimm es war. Ich bin mit dem Standpunkt durchs Leben jetzt gegangen, die 4 Jahre, die auch nicht leicht waren, da mein ganzes Eigentum, was ich hatte, 4 Paar Schlüpfer waren, mehr hatte ich nicht, nach diesem einen Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, schlechter kann es nicht werden, wie es war. Und jetzt geht's bergauf, jetzt hast du deinen Job. Ich habe meinen und Job, eine Familie. Ich habe meine Kinder, ich habe einen liebevollen Mann, der mich umsorgt. Wunderbar. Und Jacqueline. Ich muss dir ganz ehrlich nochmal sagen, eure Sendung ist ganz toll. Weil danke. Wenn ich mal Probleme habe und dann vielleicht auch nachts nicht schlafen kann, rufst du nochmal an. Dann sitze ich vorm Fernseher und rufe an und höre euch zu. Und dann sage ich, ach, andere haben noch viel schlimmere Probleme. Ja, das denke ich auch oft, Jacqueline. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Glück dir und schöne Grüße an die Familie. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit, mit wem? Mit Frank 35. Ja. Hallo Frank. Hallo Jürgen. Schön erstmal, dass ich durchgekommen bin. Ja. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich bin vor 10 Tagen ungefähr aus dem Urlaub wiedergekommen, von Kuba. Von Kuba, ja. Und nun habe ich da ein Mädchen kennengelernt. Für mich also ein recht junges. Eine Einheimische? Also eine Kubanerin, ja. Ja. Ich ahne schon Schlimmes. Du ahnst es. Und ich habe das Problem, das Mädchen ist noch sehr jung. Ich habe vorhin gesagt, sie ist 18, sie wird also erst 18. Mhm. Und das Problem ist eigentlich, ich kann hier in Deutschland jetzt schlecht mit Leuten sprechen. Meine jüngere Schwester, die studiert Sozialpädagogik, mit der habe ich gesprochen. Die hat also gesagt, ich bin völlig bescheuert und verrückt. Und aber sie hat es nicht so gemeint. Also nicht so ist meine Schwester nicht zu mir. Nur man kann nicht mit Eltern sprechen und mit Freunden eigentlich auch schon über so ein Thema wenig. Ich meine, wenn es Freunde sind, ich habe aber nicht so viele. Und bei dir hat man so wirklich das Gefühl, da sitzt jemand, der hört zu, der meint das ehrlich. Also den Job, den du da machst, da passt nur du hin. Und das finde ich ganz toll. Frank, du hast dich jetzt richtig in dieses Mädel verknallt. Ja, es ist wirklich so passiert. Denn seit ich zurück bin,
da habe ich ein richtiges Problem hier. Ich kann also auch nachts nicht schlafen, dann bin ich auf diese Sendung gestoßen. Das bin ich aber schon mal vor einigen Monaten. Mhm. Da habe ich mich aber eigentlich noch drüber gewundert, wer bei dir anruft. Ist es denn so, dass ihr auf Kuba so richtig zusammen wart, ein paar Tage? Wir waren richtig zusammen, und zwar ist es auf Kuba so, ein Problem hat man da mit Sicherheit nicht, irgendwelche Frauen kennenzulernen. Mhm. Das wusste ich vorher allerdings nicht, als ich das gebucht habe mit einem Freund zusammen. Der wusste das, aber ich wusste es nicht. Wir sind also zusammengefahren, weil es sich so ergeben hat. Also das ist jetzt in der Tat wirklich schwierig. Und ich habe es dann gemerkt, ich bin nicht mit der Einstellung hingefahren, da jetzt irgendwie eine Frau abzuschleppen oder als Sextourist da zu sein, sondern für die schäme ich mich schon mal vorab, die da nur deswegen hinfahren, und da gibt es sehr viele von. Besteht denn die Möglichkeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie knallhart das in Kuba noch ist, sehr hart, ja. Kann die eine Reise machen nach Deutschland, wenn du sie einladen würdest? Ich kann sie einladen, das ist aber dann jedes Mal mit Kosten verbunden. Das heißt, Ticket, Anträge, sind so um die 3000 Mark, schätze ich, die man da vorab investieren muss. Und mein Problem ist eben, was mache ich jetzt? Ich bin also sehr verliebt, ich habe es mehrfach festgestellt. Und soll ich sie rüberholen, hole ich sie rüber? Ich bin sogar so verrückt, dass ich sage, ich würde sie auch heiraten. Da spielt wahrscheinlich auch dann irgendwo Liebe und vielleicht auch ein bisschen Mitleid mit rein, wenn man gesehen hat, wie arm die Leute da leben. Die haben wirklich nichts. Wie kommuniziert ihr miteinander? Kannst du Spanisch? Ich kann etwas Spanisch. Es ist also ausreichend für globale Gespräche, aber also an sich ist eine Sprachbarriere auch noch vorhanden. Also heiraten ist natürlich jetzt ein großer Schritt, ne? Daran schon zu denken, würde ich erstmal so spontan sagen, Vorsicht. Mhm. Ihr könnt euch erstmal nur Briefe schreiben. Ja, die sind 6 Wochen unterwegs. Die sind 6 Wochen unterwegs. Kannst du anrufen? In 4 Wochen ungefähr, wenn ihre Freundin wieder da ist, da gibt es dann wohl irgendwo ein Telefon, wo dann alle, das ist also sehr kompliziert. Und wer nicht da gewesen ist, kann sich wirklich die Armut nicht vorstellen. Ja. Und deswegen habe ich, war gestern oder vorgestern einen Bericht über die Kubaner, die nach Florida abhauen, viele ertrinken unterwegs. Und da kam also dann richtig so der Frust in mir hoch, und dann sitzt man alleine. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das natürlich am letzten oder während der letzten Tage thematisiert habt. Was denkt sie denn? Was sagt sie? Ja, sie sagt, komm bitte schnell wieder, weil ich denke, dass da sehr viele sind, die solche Versprechungen machen und das nicht einhalten. Nun bin ich aber jemand, der zu seinem Wort steht, und ich habe gesagt, ich bin in spätestens 12 Wochen wieder da. Ja. Egal wie ich es mache, ich weiß es noch nicht, irgendwie kriege ich es hin. Also das ist fest in der Planung? Das ist ganz fest in der Planung. Ich meine, das ist ja schon mal was, ne? Ja, und dann... Als Perspektive, dieses, wenn du dir das finanziell leisten kannst, wieder hinzufahren? Ich bekomme es, irgendwie bekomme ich es hin. Ja, dann wieder hinzufahren, wie lange kannst du bleiben? 4 Wochen ist Minimum, und ich will dann die Familie besuchen. Also die Mutter, das ist natürlich, die ist 2 Jahre jünger als ich. Es ist alles ein bisschen heikel, ne? Also dann ist klar, der nächste Schritt hinfahren. Hinfahren. Dann gucken, wie sich das so entwickelt mit euch beiden. Und erst danach dann wieder neu überlegen, wie es weitergehen soll. Auch darüber nach, vielleicht mit ihr zusammen auch sprechen. Kann sie denn so einfach ausreisen? Könnte sie das? Also für immer nach Deutschland gehen? Wenn sie verheiratet ist, dann geht das. Also wenn ich sie heiraten würde, kann sie das. Und ansonsten muss man das also über, da darf sie bis maximal 3 Monate hier bleiben. Da muss man alle möglichen Garantien und so weiter. Das ist eigentlich auch so ein Problem. Es wäre natürlich unheimlich toll, wenn man jetzt mal jemanden kennenlernen könnte, der schon mal solche Erfahrungen gemacht hat. Ob so ein Mensch überhaupt in Deutschland auch glücklich werden kann, das ist ja die andere Frage. Mhm. Na, ob dieses Mädchen, auch wenn sie hier jetzt, sag ich mal in Anführungsstrichen, alles hat, also was für uns ein Auto und ein Fernseher ist, ist für die da natürlich, sind wir schon Millionäre, ich bin's nicht. Könnte sie sich das denn vorstellen, ein Leben in Deutschland? Ich glaube, die Menschen können sich das nicht vorstellen, weil... Die leben da in einer Welt, die wir uns schlecht vorstellen können, und die können sich bestimmt gar nicht die europäische Welt oder die westliche Welt vorstellen. Frank, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Man hält mir hier irgendeine Telefonnummer hin. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ach, du liebe Zeit. Frank, also ich denke, dass du auf jeden Fall hinfahren musst. Das mache ich, also egal wie ich mache. Du musst dann sehen vor Ort und weiter und auch intensiv mit dem Mädel reden, wie es dann weitergeht. Das ist jetzt sehr schwer, so ganz schnell dann eine Entscheidung zu treffen. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch die Meinung von dem Mädchen einholen, ne? Aber du meinst, also ich bin eigentlich der Meinung, der Altersunterschied, der kratzt mich im Moment relativ wenig. Ja, der würde mich auch nicht kratzen. Einfach mal vergessen, ne? Ja, der würde mich auch nicht kratzen. Mhm. Fahr hin und sieh weiter, und vielleicht meldest du dich nochmal, wenn du dann zurückgekommen bist. Ja, wenn man. Ja? Ich habe ja heute auch nicht mit dem Durchkommen gerechnet. Viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir hier irgendeine Megapanne. Ich habe jetzt großartig die Telefonnummer von der Dornier-Stiftung durchgegeben. Die stimmt nicht. Ich kriege jetzt gerade eine andere Nummer. Dornier-Stiftung, das Angst-Not-Telefon. 0251 48 10
0200. Ich wiederhole nochmal 0251, Dornier Stiftung, Angstnottelefon 0251, Vorwahl, dann 4810400. Jetzt haben wir es. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht war die Angelina Konrad, am Mikrofon Jürgen Domian. Und morgen Nacht haben wir eine Themennacht und da heißt das Thema Fetischismus. Und ich möchte natürlich mit Fetischisten reden, mit Leuten, die bestimmte Gegenstände oder Kleidungsstücke brauchen, um so richtig geil zu werden. Ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr unter dieser Nummer 0130 2911. Ich freue mich auf die Sendung morgen. Macht's gut. Ciao.